Hallo, ja, vierter voller Tag hier, vierte Tour. Ich bin schon mal jetzt 200 Höhenmeter hochgefahren über Breck und werde heute so eine kleine Panoramatour machen. Es geht hier so eine Straße entlang, so nordwestlich von Breck, so auf dem Südhang entlang. Es ist so eine Sackgasse. Man könnte bis auf über 2000 Meter fahren, aber ich glaube, so weit werde ich heute nicht fahren. Ich werde heute mehr das Panorama genießen und die Strecke und die Blicke übers Rhontal und die dahinter liegenden Berge. Ja. Es sind natürlich auch heute so ein paar Gewitter angesagt. Man kann ja nicht sagen, wo sie entstehen, aber wenn, kann man hier auch schnell wieder abfahren. Man ist auch schnell wieder im Tal. Also ich hoffe, ihr seid dabei bei meinem heutigen Panoramaweg. Oh, vor solchen Betonwänden, da staut sich immer die Hitze. Oh, na klar, und dann ist ja auch noch Südhang. Umso mehr. Das heißt heute wieder trinken, trinken, trinken. Kann man auch jetzt einigermaßen die großen Gleisanlagen vom Brick sehen. Ja, hier ist auch so ein kleiner Umschlagplatz hier. Da kann man in alle Himmelsrichtungen fahren. Zum Beispiel da nach Osten, Richtung Furka, nach Andermatt. Der Simplon-Tunnel ist zu sehen, Richtung Italien. Denn in Richtung Westen geht es zum Genfer See. Und auch, es geht auch Richtung Norden auf die Lötschberg. Trasse, da geht es auch durch den Tunnel. Kann man auch von hier losfahren. Hier werden zum Beispiel auch LKWs aufgeladen, um darüber zu fahren. Schon ein komisches Gefühl, hier rüber zu fahren, über so eine hohe Brücke. Hey. Hier von diesem Parkdeck aus hat man einen schönen Blick wieder zum Rhontal runter. Wahnsinn. Panorama. Aber es ist ein bisschen diesiger wie sonst. Nicht ganz so klar wie die letzten Tage. Hier befinde ich mich jetzt in der Ortschaft Mund auf ca. 1200 Meter Höhe. Das Besondere hier ist, dass hier der echte Safran angebaut wird. Da gibt es hier auch so ein kleines Museum zu. Jährliche Ausbeute stand da auf dem Schild 1,5 Kilo. Ein Riesenaufwand für wenig. Aber es ist ja auch damals sehr wertvoll gewesen.
Wer kann das denn aussprechen? Aua, aua, aua. Schraubt sich jetzt so langsam in die Höhe. Ja, schon wieder 13 auf 1350 Meter. Ja, schöne Aussicht, aber man sieht über die hohen Berge, bilden sich hier schon die ersten Wolken. Das muss man erstmal im Auge behalten alles. Gerade mal eine Pause gemacht. Man merkt jetzt, wie pustig das eigentlich ist, aber bis jetzt ist es noch angenehm. Jetzt auf 1500 Meter, aber ich habe noch Lust auf mehr. Und noch ist alles okay hier. Und die Aussicht ist natürlich bombastisch, fantastisch. Da hinten ist ja auch das Marathal, wo ich gestern war. Jetzt sieht man, heute ist nicht so gutes Wetter wie gestern. Ich befinde mich jetzt hier in Saalwald. Hier gibt es auch ein Restaurant. Aber im Moment habe ich noch keinen Hunger. Vielleicht auf der Rücktour. Mal schauen, wie das Wetter ist. Noch geht's höher. Inzwischen bin ich auch schon wieder höher wie gestern. Wahnsinn. Höher wie gestern in Zermatt. Bis hierhin war alles asphaltiert. Aber ab jetzt kommt Schotterweg. Na gut, ich habe das Mountainbike mit. Eigentlich wollte ich doch heute ruhig machen, aber noch läuft's. Jetzt zum Schluss, Tasch, hau das nochmal richtig zu. Hier muss ich auch mal schieben, das sind über 20%. Was gibt es eigentlich hier oben? Erstmal diese fantastische Aussicht. Und hier oben gibt es nur so ein paar Häuser. Keine bewirtschaftete Hütte, irgendwas. Nichts. Nur die
Siedlung. Aber trotzdem, hier oben sein ist doch mal alles. Am Ende des Weges angekommen. Weiter geht's nicht. Wahnsinn. Wirklich noch geschafft. Ich wollte doch gar nicht erst so hoch. Eigentlich ganz ruhig machen. Jetzt steht man wieder hier oben. Naja, der Flachlandradler. Heißt doch langsam Berglandradler. Au, 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 au. Ich schaue gerade mal an der Karte, was es hier so zu sehen gibt. Das ist einiges. Zum Beispiel da drüben die Orte über den Rhontal. Mal gucken, was haben wir denn? Hier liegt Zernecken. Wenn es richtig ist, da drüben Birchen und Unterbach. Da über ordentlich hohe Berge, 3000 hier vorne. Gehen die hoch. Und dahinter, zwischen links, da ist das Martertal, da oben ist das Weißhorn, gerade nicht zu sehen, 2500 Meter hoch, jetzt weiter rechts, da versteckt sich der Dom, auch 4500 Meter hoch, daneben Fletschhorn, Wahnsinn, alles zu sehen. 4000er ohne Ende. Schon stark. So stellt man sich eigentlich so ein kleines Bergdorf vor hier in der Schweiz. Genauso. Ja, das Wetter sieht noch ganz gut aus, aber Gewitter können sich ja immer schnell bilden in den Bergen. Deswegen werde ich jetzt runterfahren. Ja, das erste Stück war sehr steil, da werde ich ja wohl auch nicht so viel filmen. Denn das ist, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Ja, die Sonne, ach, die kommt leider nicht raus im Moment. Es ist auch leicht frisch, deswegen geht es wieder abwärts. We'll be right back.
Oh, schon ein gutes Stück der Abfahrt geschafft. Bin jetzt wieder im Mond. Aber es wird immer bedrohlicher. Über mir, da schon ganz schön schwarz. Ja, ich hätte mich vielleicht da reingesetzt ins Lokal, um mal ein bisschen was zu essen, aber ich glaube, ich fahre noch weiter runter. Sicher ist sicher. Es bildet sich ja schnell, weil da hinten, da regnet schon über die großen Berge oder beziehungsweise schneit, aber ich glaube eher Regen. Die blauen Lücken werden ordentlich was weniger. Das wird immer dichter. Bin ich wieder hier unten, wo ich heute Morgen die erste Ansage gemacht habe. Ja, regenmäßig da. Simplon hat gerade ordentlich geregnet. Jetzt ist das wieder frei. Jetzt fängt das mit da drüben an. Wo ich war gerade eben, ist es jetzt wieder heller. Also es ist immer sehr unberechenbar. Das kann in 10 Minuten schon wieder alles ganz anders sein. Ja, schade, dass es jetzt trotzdem so schnell runtergehen musste, dass ich vielleicht nicht noch was gönnen konnte. Aber sicher ist sicher. Ja, was soll ich sagen, dass ich heute denn doch noch so weit hochgefahren bin, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich muss sagen, jetzt sagen die Beine immer noch, das kann ruhig noch weitergehen. Aber morgen werde ich wohl das Rad mal stehen lassen, eine Pause muss man echt mal machen. Ich hoffe, es hat trotzdem heute gefallen, denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen, moin moin oder auch grüezi, wie man hier so sagt.